Klar. So. Ja, tut mir leid, du Kerl, aber ich konnte das Rätsel nicht lösen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel, dass ich das Rätsel nicht lösen konnte, aber geht nicht anders. Ich habe keinen Bock, hier nachzugucken extra. Den nächsten werden wir retten, versprochen. Habe ich schon mal gesagt, oder? Ja, tut mir leid. Father David with his god now? Maybe you helped him there. Don't you worry. I'm sure he didn't have a family. He probably wasn't even all that well liked. With the current political climate, I'm surprised someone hasn't killed him already. We can't all be saved. Some don't even want to be saved. Yes, that is a comforting thought. Saves us from trying. Schon. Was war? Was ist los? Warum diese Panikmusik? Dunkel hier, immer noch kein Öl. Oh, von wo? Nein, abgeschlossen. Warum habe ich die Tür gemacht, die Tür? Ich trottel. Warum kann ich die Kiste nicht bewegen? So, du. Scheiße. Nein. Nein, ich bin tot. Ich darf ihn nicht angucken. Geh weg. Bitte. Aber ich stehe ziemlich offensichtlich, glaube ich. Ich höre ihn direkt hinter mir. Ich bin tot. Oh, er hat mich nicht gesehen. Aber ich bleib noch... Verdammt, unser geistiger Zustand. Warum glasklar? Okay, anscheinend kann man hier nicht sterben durch den Zustand. Er ist immer noch da hinten. Was ist denn das für ein Scheiß? Ist er weg? Muss mal langsam ins Licht, glaube ich. Oh, ich dachte, er wäre da. Wir haben nur ein Bücherregal. Ich sehe nichts mehr. Scheiße, er ist noch da. Was mache ich denn? Ich darf ihn doch nicht angucken. Ich versuche ihn zu umgehen jetzt ganz schnell. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, er hat mich nicht gesehen. Scheiße. Hoffentlich kommt er nicht hier hin. Was ist das spannend gerade? Ich sehe nichts irgendwie. Er kommt. Er kommt. Nein, er hat uns gesehen. Oh, Kerker. Oh, Gott. Das war schwer. Ich hoffe, wir müssen nicht zurück, ey. Hoffe ich echt. I'm sure you have figured out how it all works by now. Are you enjoying my quips? Ja, total lustig.
Not that I was ever much of a conversationalist. Poetry has always been my forte. But I digress. You should press on. It will all be over soon. Also, the police are here. Maybe they can help you. Polizei, weil ob wir einen Hinweis? Polizei kann mir helfen. Ich höre Wasser. Oh nein. Nein. Kommt doch wieder so ein Wasservieh, ich weiß es genau, ey. Ich halte mich mal rechts hier. Okay, Kisten. Ihr wisst warum. Hier kommt gleich so ein Wasserviech, ich weiß es. Hebel. Bauen wir uns nochmal ein paar Brücken hier. Okay, hier ist so ein Lagerraum, hier können wir anscheinend irgendwann, hier können wir Brücken bauen. Müssen wir uns merken, das hat bestimmt mit dem Rätsel zu tun, weil dieser Raum ist wirklich nur voller Kisten. Nehmen wir jetzt einfach mal ein paar Kisten mit. Wahrscheinlich müssen wir uns irgendwo hinbauen. Würde ich mal so drauf tippen. Ich habe nur noch keine Ahnung wohin. Hier oben rauf vielleicht? Bin mir noch nicht sicher. Egal. Da ist ein Hebel. Nein. Achso, der Hebel fehlt. So. Der ist kaputt. Oh! Nein! Bitte nicht! Nein! Ich will weiterspielen. Scheiße! Schitte. Wenn ihr reinkommt, sind wir am Arsch. Auf jeden. Da fehlt ein Zahnrad. Der ist aber schwerer als das andere Amnesia. Okay, ich höre ihn, komm. Ja, geil. Er ist doch scheiße. Ja, oh. Och Mann, nee. So Leute, willkommen zurück zu Amnesia und ihr könnt euch denken, was beim letzten Mal passiert ist. Das Monster hat mich geschlachtet. Ich bin direkt auf dem Desktop gelandet, die Aufnahme hat sich automatisch beendet. Und ich durfte alles bis hier nochmal spielen, weil ich nicht speichern darf. Herrlich, ich habe mich ein bisschen aufgeregt und deswegen kommt der neue Part auch erst jetzt so spät, weil ich so gefrustet war, dass ich mal ein, zwei Tage Pause brauchte und... Ich habe keinen Bock, wirklich alles nochmal zu spielen, deswegen habe ich diese Stelle nachgelesen. Und zwar ist das so eine Fluchaktion, man muss die Türen hinter sich schließen. Ich glaube, ich wäre hier noch 10-mal gestorben sonst. Mm. Ja, und ich werde jetzt mal hoffen, dass ich hier diesmal nicht sterbe. Aber komm Leute, das ist doch wirklich ein bisschen zu hart. Ohne Speichern, ich bitte euch, das ist wirklich zu hart. Meine Meinung. Und ich habe jetzt wirklich bis hierhin, ich bin durchgerannt, habe nichts eingesammelt. Ich hoffe, ich habe dadurch nachher keine Probleme oder so. Und jetzt wollen wir mal versuchen, an diesem Viech vorbeizukommen. So, ich muss also irgendwie reindrehen. Keine Ahnung, Tür hinter mir schließen, dann sehen wir weiter. Hallo? Oh, okay. So, hier muss man die Tür schließen.
So, ich versuche jetzt einfach hier ganz schnell weiterzukommen. Da finde ich echt wirklich zu hart. Da war normale Amnesia wirklich viel einfacher und da gab es Speicherpunkte, also bitte. Also ist halt schon wirklich lächerlich. Woher soll man hier wirklich jedes Mal ausprobieren, 10.000 Mal sterben und alles immer normal spielen? Also, keine Ahnung. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das Spiel erlebt habt, aber ich finde es wirklich zu heftig. Viel zu heftig. Hallo. Ich bin froh, wenn ich diesen Part hinter mir habe, also diesen Frustteil. So, wenn er jetzt schon durchkommt, habe ich ein Problem. Dann bin ich schon wieder am Arsch eigentlich quasi. So, jetzt ist er gerade durch. Guck mal, Leute, wie knapp die Zeit bemessen ist hier. So, und jetzt müssen wir irgendwie ganz schnell weiter. Ich glaube, kurbeln. So, ich habe keine Ahnung. So, ab hier weiß ich nicht mehr. Ich habe mich nicht weitergelesen. Oh Gott, der ist direkt hinter uns. Shit! Oh fuck, geschafft. Gruft. Oh. Oh Mann. Adrenalin pur. Aber ich fand es wirklich zu schwer. Dafür, dass man nicht speichern darf. Sorry, Leute. So.